Ja, was soll ich zum Thema sagen? Da kann ich kotzen, da kriege ich Durchfall, wenn ich sowas höre, sage ich. Weißt du, da fällt er vom Glauben ab, weißt du? So, in meinen Worten mal ausgesprochen, dass du ein Dreckschwein, so, so eine dreckige Schrumpfjamane, dass der frei, überhaupt frei rumgelaufen ist, dass der überhaupt das machen konnte, da muss man sich mal reinziehen. So, der war schon vorbestraft wegen versuchter Vergewaltigung, wegen Raub, Überfall, unerlaubtem Waffenbesitz. Und man muss, was muss man alles machen überhaupt, dass man hier in die Sperre wird? Haben die eine Persilschein, die Flüchtlinge? Haben die alle eine Persilschein? Man muss sagen, denken, als wenn die eine Persilschein hätten. Wenn du überlegst, dass Lüg eine Knasserin kommen, weil sie schwarz mit der Bahn gefahren sind, weil die Straßenbahn schwarz gefahren sind, oder eine Bekannte, die Piss an der Wand, verstehst du? Geht die Polizei, nimmt der für 24 Stunden weg und der lassen sie laufen, mit was für eine Begründung? Ist einfacher. Ja, was ist das dann wohl? Was, für eine, was, ist das, was hat er mit Rechtsstaat zu? Das ist keine Rechtsstaat, das ist eine Mickey-Maus-Staat, das sonst nichts. Hier kann jeder machen, entweder haben wir die verkehrte Staatsbürgerschaft oder weiß ich was. Und das Allergrößte ist ja, du musst jetzt feststellen, die kommen als Flüchtlinge hin, angeblich, weil sie verfolgt sind, verbombt werden sind. Und im Endeffekt hören uns, sind die mit, ach Mann, hey, und verpissen sich wieder. In dem Land, wo sie angeblich geflohen sind, wo sie ja verfolgt werden. Ja, und ich sag ja, was die uns für eine Scheiße hier erzählen, läuft mir das. Also, wo wir ja nicht drüber sprechen. Da fällt man, da bleibt mir die Spucke im Mund. Jede Mutter, jeder Vater, der eine Tochter hat, jedem hätte das passieren können. Jeder, da müsste sich jeder von angesprochen fühlen. Was soll denn? Das ist nicht das erste Mal. So, das ist schon ein paar Mal. Vor zwei Jahren oder drei Jahren, wie das hier ist, hier im Hauptbahnhof. So, dann mit diesem Amri und dann die andere Vergewaltigung. Und die tun, Politiker tun nicht immer Kleinreden. Halt, dass man ja nichts sieht über die Flüchtlinge. Weiß ja, wenn man jetzt sagt, hey, wird man dringend in so eine Ecke gestellt, weil das Schwachsinn ist. Bringt es einfach mal auf den Punkt, wie es wirklich ist. So, können Sie auch bitte von Merkel bedanken? Können Sie einen Brief schreiben? Danke von Merkel. Meinst du, wie die Eltern sich jetzt fühlen müssen? Was ist das für eine Scheiße hier alles? So, der Staat hat keine Kontrolle gehabt. Hat er damals nicht gehabt und hat er heute noch nicht. Hat heute noch keine Kontrolle. So, wir werden nur verarscht und belogen von denen. So, die tun alles runterreden, schön, ja, muss man differenzieren, ist Einzelfall. Ne, ist ja kein Einzelfall. Das ist das. Das sind keine Einzelfälle. Das ist das Schlimme. Da musst du die mal reinziehen. Wenn ich irgendwie mache, sage ich hier uns, da komme ich direkt, die komme ich direkt holen. Oder muss eine Knolle bezahlen, 20 Euro. Dann sagen die, ja, müssen Haftbefehl raus. Und schon direkt bei dir in der Tür. Das ist ja einfach. Die, uns können sie alle direkt am Sack packen. Ne? Wir nochmal, das heißt, das ist keine Willkommenskultur, das ist eine Verarschungskultur. Wir werden von morgens bis abends immer ausgenutzt. Wir werden missbraucht, auch Jugenddeutsch. So, diese Freiheit hier, diese Meinungsfreiheit, das Gesetz, das Asyl, das wird einfach ausgenutzt. Ganz einfach. So. Das allergrößte uns, die Handpapiere, die falschen Papiere von der irakischen Botschaft an die Kreie. So, die arbeiten zusammen, da muss man sich mal vorstellen, was da für eine Politik ist. Hören. Wo leben wir dann da? Normalerweise müssen unsere Politiker und Frau Merkel bei den Eltern mal hinfahren und müssten mal vorsprechen, dass denen das leid tut. Weil sie hat das zu verantworten. Sie, kein anderer. Sie hat dafür gesorgt und die hat die Grenzen offen gemacht und hat gesagt, wir schaffen das. So keine Scheiße reden. Hör mal, guck mal, zwei Jahre. Der hätte schon längst, die Familie hätte weg sein müssen, der auch. Zwei Jahre sind die schon hier. Da muss man sich in den Rind trecken. Zwei Jahre. Also, ganz einfach, ist das Prinzip Verursacher. So, die Leute haben Unkopf, wer bezahlt die Beerdigung, wer kommt dafür auf? Das sind ja alles Kosten, hier in Deutschland kostet ja alles. Nee, das kostet ja, wenn du im Klo gehst, kostet ja schon Geld. Wer bezahlt alles? Kommt die Frau Merkel dafür auf? Kommen unsere Politiker dafür auf? Spricht da einer von, spricht ja keiner von. Ah, was ist das alles? Wo leben wir hier? Und da denke ich mir, das sind Leute, denen ist, ich glaube, die werden in ihrem Leben nicht mehr glücklich. Da muss man reinziehen. 14 Jahre, das muss, allein der Gedanke. Im Endeffekt sage ich dir mal eins, angeblich sind das ja, es wärmt, ne? Angeblich ja, sind das ja Lüg, die Hilfe brauchen, Schutz brauchen. Die brauchen keinen Schutz, die brauchen keine Hilfe, siehst du ja. Nur Geld brauchen die, nur Kohle. Die wollen, weißt du was, die denken sich auch, in Deutschland kann man was holen, da kann man die Kohle holen. So läuft das hier. Und ich will eins sagen, die Menschen, die kommen hier hin, die wissen schon, was läuft, die können, die haben das ganz schnell raus. Ganz schnell haben die das raus. Und wo sind sie all die dafür, bei unser Willkommen-Tour, die armen Flüchtlinge, Till Schweiger, der hört auch dazu. Der Scheunentor mit seiner Scheunenfresse. So, wo ist er jetzt? Na, sagt einer was? Jetzt macht keiner die Fresse auf. So sieht das aus. Und warum macht keiner die Fresse auf? Also keine Eier haben. Aber da hat das ja gepasst. Sollen sie jetzt mal die Frau anrufen? Sollen sie das jetzt mal erklären? Tut keiner von den Hackfressen da.